bedeutendste jüdische Kleinstadt der Ukraine. Wenn wir in andere Städte reisen, erkennen die Leute an unserer Aussprache, dass wir aus Bergische stammen. Eine Stadt mit eigener Atmosphäre und eigenem Humor. Die Stadt ist bekannt als Jerusalem von Poli. Sholem Aleichem nannte sie jüdisches Paris. Über Berdyschew sagte man, dass wer hier mehr als 5 Jahre wohnt, dessen Nationalität ist nicht mehr so wichtig. Berühmte jüdische Höfe, legendäre Einwohner und vieles mehr. Exklusivbericht. Hier und jetzt. Berdyschew steht im Zentrum des Spezialprojektes Die Städte. Es ist nicht schwierig, in Berdyschew einen jüdischen Hof zu finden. Architektur im Stil eines jüdischen Städteles und alte Häuser findet man hier überall. Es gibt ganze Stadtviertel davon. Brauchst du eine Zeitmaschine, um in die Vergangenheit zu reisen, dann bist du hier am richtigen Ort. Die Erdgeschosse der Häuser wurden üblicherweise als Lager oder Werkstätten benutzt und im ersten Stock wohnten die Besitzer, häufig sogar mehrere Familien. Wegen der Raumnot benutzten alle denselben Hof. Es gab auch einen Keller und andere Haushaltsgebäude. Hinter mir können Sie einen solchen Verbliebenen sehen, wo Menschen verschiedener Ethnien als eine große Familie wohnten. Juden, Ukrainer und Polen. Sie feierten verschiedene Feste, so wie Rosh Hashanah, Pessach und Ostern. Sie besuchten einander, sagt ein altes ukrainisches Lied. Hier wurde ukrainischer Borscht mit jüdischer Matze serviert. Man sagt, dass sogar das Berdyschewer Wappen eine besondere Bedeutung in dieser Hinsicht hat. Hier sieht man die 4 Sterne, die die Einheit der Ukrainer, der Polen, der Russen und der Juden symbolisieren, die vor langer Zeit hier wohnten. Ich erinnere mich gut an das Fest Rosh Hashanah. Unsere Nachbarn waren an Rosh Hashanah immer zu Besuch. Wir wohnten damals zusammen mit Oma und Opa und die Nachbarn kamen zu uns und wir aßen gegrillten Fisch. Obwohl Berdyschew international ist, ist die Stadt immer noch vor allem ein jüdisches Städtchen. Früher wurde sie sogar die jüdische Hauptstadt der Ukraine genannt. Wollt ihr wissen warum? Erklären wir euch gerne. Gemäß der Volkszählung von 1863 betrug der Anteil der Juden 93%. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts gab es in der Stadt mehr als 80 Synagogen. Für solch ein kleines Städtchen ist das ganz schön viel. Heute sind nur noch 3 Synagogen übrig. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Jiddisch. Dies war auch die Sprache der Nichtjuden unter Zumischung von polnischen und ukrainischen Wörtern. In den 1920er bis 30er Jahren wurde die Berdyschewer Zeitung nur in Jiddisch gedruckt. Sogar das Gericht mit all den Dokumenten war in Jiddisch. Interessant ist, dass auch bis heute in Berdyschew teilweise noch Jiddisch gesprochen wird. Viele jüdische Wörter und Wortverbindungen sind bis heute geblieben. Viele Einwohner verwenden sie, manchmal ohne zu wissen, dass es Jiddisch ist. Manch einer kennt aber die Wörter und verwendet sie mit Absicht. Berdyschew ist eine phänomenale Stadt. Ihre Schuhmacher, Juweliere, Optiker, Bäcker, Friseure und eine lange Liste von Handwerk waren weit über die Stadt berühmt. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch der Humor. Ein großer Teil der bekanntesten jüdischen Witze stammen entweder aus Berdyschew oder handeln von Berdyschew und seinen Einwohnern.
eine echt legendäre Stadt. Jede Stadt hat ihre Helden. Und jede Stadt ist stolz auf ihre Berühmtheit, die in ihr wohnten und sie beeinflusst. Wenn man einen Berdyschewer nach einer besonderen Person fragt, bringt es ein Lächeln auf das Gesicht und sie beginnen Geschichten zu erzählen über einen Menschen bekannt als Itzia, der Sprudelwassermann. Die spezielle Atmosphäre von Berdyschew veranlasste Sholem Aleichem, der berühmte Autor der jüdischen Literatur, sie oft zu besuchen und nach Inspiration zu suchen. Ich bin in Berdyschew geboren und all meine Verwandten, Großeltern, Urgroßeltern und Ururgroßeltern stammen aus Berdyschew. Meine Oma überlebte den Holocaust während des Krieges. Ihre gesamte Familie und Verwandten sind gestorben. Aber sie hat wie durch ein Wunder überlebt. Aber leider haben nur sehr wenige Menschen so wunderbar überlebt. Am 7. Juli 1941 betraten die deutschen Truppen die Stadt. Nur ein Teil der jüdischen Bevölkerung konnte flüchten. Bereits einen Monat nach der Nazi-Besetzung, am 7. bis 8. August 1941, begann die Massenvertreibung der Berdyschewer Juden in ein Ghetto. Das Ghetto wurde im hier sichtbaren Stadtviertel errichtet. Dieser Bezirk wurde Yadki genannt und war das ärmste Viertel der Stadt. Den Juden war es unter Androhung strenger Strafe verboten, das Ghetto zu verlassen. Lebensmittel auf dem Markt durften sie nur einkaufen, wenn er praktisch leer war und kaum mehr Ware zu finden war. Die Massenerschießungen begannen am 25. August. Bei der blutigsten wurden etwa 15.000 Juden erschossen. Dies fand am 15. und 16. September 1941 statt. Dieses Geschehen wird von Historikern als Probe zur Tragödie in Babin Yar genannt. Nur 15 Berdyschewer Juden sollten diesen Holocaust überlebt haben. Diejenigen, die sich bei diesen schrecklichen Geschehen in der Stadt verstecken konnten. Man stelle sich das vor, nur 15 jüdische Menschen übrig. Leider ist heute der einzige Ort, wo man die Atmosphäre und das Alltagsleben des Vorkriegs-Berdyschew erleben kann, als alle noch in Frieden und Freude zusammenlebten, das jüdische Museum. Das jüdische Museum ist der Ort, wo man das Berdyschew des 18. und 19. Jahrhunderts mit seinen Traditionen und seiner Atmosphäre noch sehen kann. Vom Ausland erhielten wir die Arbeitsgeräte, die Grigori Mantel verwendet hat, der 62 Jahre als Friseur tätig war. Neben all den Haushaltsartikeln, die im Museum ausgestellt werden, gibt es hier auch geistige Literatur, wie die Tora in Jiddisch aus dem Jahr 1882. Alles begann mit 198 Ausstellungsgegenständen, die in der ganzen Stadt gesammelt wurden. Mehrere Berdyschewer haben uns persönliche Gegenstände geschenkt. Und auch die jüdische Gemeinde hat Gegenstände, Materialien und Ratschläge zur Verfügung gestellt. In den letzten 5 Jahren erhielten wir auch viele Exponate aus dem Ausland. Und zwar von Berdyschewern, die ins Ausland ausgewandert sind, jedoch ihre Heimatstadt immer wieder besuchen. Das ganze Jahr hindurch kommen Touristen hierher, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus der ganzen Welt. Berdyschew mit seiner einzigartigen Geschichte brachte sogar aktive Mitglieder des British Council dazu, sich für die Bewahrung des jüdischen Erbes einzusetzen. Fachleute der Berdyschewer Bibliothek haben 2018 an einem Projekt des British Council gewonnen. Das Projekt heißt Album der Erinnerung. Es handelt sich um die Geschichte Berdyschews in Fotos. Diese Fotos sowie die Exponate im Museum wurden in der ganzen Stadt gesammelt. Die Idee war, ein Album zu schaffen, in dem das Leben der Stadt von 1900
als die Fotografie entstand, bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts dokumentiert wird. Wir sammelten die Fotos. Wir gaben es in der Stadt bekannt und bekamen so Fotos von Stadtbewohnern der jüdischen Gemeinde zusammen mit den interessanten Geschichten aus dem Leben der Menschen hier. Auch der jüdische Friedhof ist seit langem für viele Leute interessant. Hier gibt es mehr als 10.000 Gräber. In den Archiven gibt es keine Informationen über die Beigesetzten. Aus diesem Grund werden seit ein paar Jahren Forscher eingeladen, um die Inschriften auf den Gräbern zu dechiffrieren und zu katalogisieren. Auf diesem Friedhof haben viele Masewas die Form eines Stiefels, was den Forschern zufolge in Osteuropa sehr selten ist. Das damalige Berdyschew kommt natürlich nicht zurück. Aber nicht alles ist so schlecht. Es sind nicht so viele Juden geblieben. Aber es gibt die Orte, wo Juden sich versammeln und sich unterhalten können. Der jüdische Geist lebt bis heute und auch die jüdische Kultur. Und dies sind die Dinge, die wir unseren Kindern weitergeben können. Berdyschew hat sein Erscheinungsbild ausreichend bewahrt und den Geist des jüdischen Städtelebens. Hier finden die jüdischen Feste statt, sogar im Freien auf den Straßen. Man feiert hier Erev Shabbat und das jüdische Neujahr. Auch fand ein großes Open-Air-Festival statt mit mehr als 1000 Menschen. Juden, Ukrainer und Polen sangen und tanzten zusammen, lernten die Traditionen und Kultur kennen. Alles unter dem freien Himmel dieses großartigen Städtchens. Heute gibt es hier mehrere Tanzgruppen, die sowohl traditionell jüdische als auch moderne israelische Tänze aufführen. Es gibt Musikgruppen, die in Jiddisch singen und moderne israelische Musik spielen. Es gibt auch jüdisches Theater, das Werke jüdischer Autoren aufführt und verschiedene jüdische Meise und Witze benutzt, um die jüdische Atmosphäre unserer Stadt darzustellen. Solange es Träger der Erinnerungen und Kultur gibt, lebt auch das jüdische Berdyschew. Es gibt noch Menschen, die meine Großeltern gekannt haben, obwohl sie schon lange gestorben sind. Wenn ich mich heute an einen Juden wende und ich sage, wie ich heiße, sagt man oft, so, du bist also die Enkelin von Bronja. Ich meine, so viele Jahre sind vergangen, aber die Verbindung bleibt. Wir könnten endlos über die lokale Atmosphäre erzählen, aber Berdyschew ist eine Stadt, über die man sagen kann, das besser selber sehen als 100-mal hören. Warum? Herzlich willkommen und seht selbst!